Wir nehmen mit Team Malizia an den härtesten Segelrennen der Welt teil. Wir wollen als Team nicht nur schnell segeln, wir haben auch eine Botschaft. Segeln ist ein unglaubliches Symbol für die Kraft der Natur. Daher wollen wir die große Medienaufmerksamkeit in die Regatten nutzen, um für Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu werben. Die Ankunft mit Greta Thunberg in New York war das weltweit größte Medienereignis in der Geschichte der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Wir sitzen alle in einem Boot und uns ist es ein Anliegen, Kinder für den Klimawandel, für den Klimaschutz und das Thema Ozean zu sensibilisieren und auch Achtsamkeit zu schaffen. Das von mir konzipierte Malizia-Schulprogramm wurde vom Prinz Albert II. Preisgekrönt und wir konnten bereits mehrere tausend Kinder weltweit mit diesem Programm erreichen und begeistern. Über die spannenden Segelabenteuer der Malizia schaffen wir einen Zugang und stiften Motivation, sodass Kinder mit Begeisterung mehr über den Ozean und den Klimawandel lernen möchten. Es gibt sehr, sehr wenige Forschungsschiffe, wenn man sich überlegt, wie groß der Ozean ist. Und da kommt die Malizia ins Spiel, weil Boris segelt über die Weltmeere und kann nebenbei auch noch sehr, sehr wichtige Daten für uns erheben. Das ist der Sensor oder das Messgerät und das misst das CO2, damit wir auch sagen können, wie ändert sich das Klima, warum hat unser menschliches Handeln Auswirkungen auf den Ozean und wie sieht das aus und wie wird das vielleicht in der Zukunft sein. Beim Thema Nachhaltigkeit sitzen wir alle in einem Boot. Die Zeit läuft. Kommt mit an Bord bei Team Malizia, dem heute bekanntesten Team, das für Nachhaltigkeit steht. Lasst uns das Rennen gewinnen.